Walter Scheel war das Pieper, das in der NSDAP war. Nicht? Und was hat es für Kiesinger bedeutet? War er im Nachhinein der Meinung, dass er alles richtig gemacht hat? Nein, sicher nicht, nein. Das kann man ja auch nicht. Das kann man nicht. Aber er hat es überwiegend. Er hat mit einem, in dieser schwierigen Lage, hat er persönlich Anstand gewandt, praktiziert, er hat niemanden verpfiffen, hat nicht versucht, also sich selber materielle oder andere Vorteile zu verschaffen. Er ist aus diesen ganzen Juristenclubs, den Nationalsozialisten, hat er sich ferngehalten. Und wissen Sie, das klingt heute so einfach. Aber ich nehme eine ganz persönliche Bemerkung. Weder mein Vater, noch mein Bruder, noch meine Schwester sind in der NSDAP gewesen. Das war natürlich keine Demonstration, aber das war nicht nötig. Also, hat Kiesinger im Nachhinein das als Fehler gesehen, dass er in die NSDAP gegangen ist? Bitte? Hat Kiesinger im Nachhinein das als Fehler? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Aber ich meine, das muss man auch sehen. Man muss das deutsche Hochschulsystem sehen. Zu meiner Zeit konnten Sie nicht studieren, wenn Sie nicht in einem sogenannten Kampfverband waren. Dann wichen die Leute aus, die nicht in der SA sein wollten. Die gingen zunächst mal in den Stahlhelm. Dann wurde der auch synchronisiert. Oder ganz extrem, nahezu verrückt, wie ich das gemacht habe, in die Brigade Erhard, die nach 3 Wochen aufgelöst wurde und so weiter. Also das ist eine gewisse Notwendigkeit. Ja, nein, es ging nicht anders. Nicht? Nur die ältere Generation, meine Geschwister waren 10 Jahre älter als ich, da konnte man seinen Beruf ausüben. Also meinen Sie, dass für Kiesinger auch eine gewisse Notwendigkeit war in die NSDAP? Nein, er hat geglaubt, er täte was für seinen Bund, darf man nicht vergessen, seine studentische Aktivität, er war ja KVer, nicht CVer, und das gab so ein bisschen Abdeckung auch für den Bund.